So, das Hähnchen ist jetzt angebraten und es wird jetzt erstmal eine kleine Pause gemacht, bevor hier das Gemüse fertig ist. So, es kann weitergehen. Kleine Pause ist zu Ende. Die Möhren und Karotten sind jetzt weich. Jetzt kommt das Ganze hier alles rein. Dann kommen jetzt noch die Glasnudeln rein. So, die brauchen jetzt circa 3 Minuten, so wie es auf der Packung steht. Und in der Zeit machen wir eine kleine Pause. So, wir kommen jetzt wieder zurück zur Glasnudelsuppe und die ist jetzt fertig. Das hat jetzt schön 3, 4, 5 Minuten geköchelt. Und ja, schmeiß um. Und zum Schluss gibt es noch ein bisschen Sojasauce da rein. Soll ja ein bisschen asiatisch schmecken. So, das Ganze umrühren. Ich habe jetzt den Herd ausgestellt. Das Ganze ist jetzt fertig. So, dann gucken wir mal, ob wir das auf den Teller kriegen. Die Glasnudeln erstmal hier mit einer Zange rausholen. Ja, schön braun, wenn man das sehen kann, von der Sojasauce. So. So, das sieht schon mal gut aus. So. Soll riechen. Und jetzt machen wir noch ein bisschen so Brühe drauf. So. Oh, das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht schon mal gut aus. So. Und eure Glasnudelsuppe mit Gemüse und Huhn ist fertig. Danke fürs Zusehen.